Die drei Tode der Menschen. Es gibt zwei Arten im Sein. Diejenigen, die sich selbst verstehen, und diejenigen, die sich nicht selbst verstehen. Sich selbst zu verstehen bedeutet, Licht zu sein, aber sich nicht zu verstehen bedeutet, dunkel zu sein. Verstehe, dass es einige gibt, die sich selbst nicht verstehen. All deine Stärke wurzelt darin, dich selbst zu verstehen, aber diejenigen, die ihr Verständnis für ihr Selbst verloren haben, sind in der Dunkelheit verloren und sie können leicht zu den Werkzeugen anderer werden. Diejenigen, die sich selbst nicht verstehen, beherrschen andere, indem sie sie dazu bringen, sich selbst auch nicht zu verstehen. Und durch diese Macht beherrschen sie sie. Aber wenn sie andere beherrschen, müssen sie auch ihr eigenes Selbst vergessen. Das ist die Dunkelheit des Vergessens. Das Vergessen des Selbst ist der Tod des Geistes. Die Menschen können drei Tode sterben. Ihr erster Tod ist der Fall ins Fleisch, weil sie nur das Fleisch verstehen, in das sie gefallen sind, und sich selbst in dieser Geburt vergessen. Ihr zweiter Tod ist, andere dazu zu bringen, sich selbst nicht zu verstehen, damit sie sie als Werkzeuge benutzen können. Andere dazu zu bringen, sich selbst nicht zu verstehen, kann nur geschehen, weil sie aufhören, ihr eigenes Selbst zu verstehen, wobei das Beherrschen anderer der zweite Tod ist. Diejenigen, die andere beherrschen, stürzen sie also in die Dunkelheit des Nichtverstehens des Selbst, indem sie sich selbst in die Dunkelheit stürzen, in der sie das Verstehen des eigenen Selbst vergessen. Ihr dritter Tod ist, wenn das Fleisch endet und sie vergessen, was sie auf dem Weg getan haben, sodass sie sich selbst wieder vergessen. Deshalb werden die Menschen diejenigen, die dreimal sterben, genannt. Und sie gehen den Kreis des Nichtverstehens ihres Selbst.